Hey ho, ist schon wieder ein bisschen länger her, wie man auch dezent erkennen kann. Die Frisur habe ich jetzt auch schon wieder 2,5 Wochen. Ich hatte ja beim letzten ein bisschen vorgedreht, deswegen hatte ich da noch so ein bisschen Futter und ja, in letzter Zeit waren halt andere Dinge, die erstmal organisiert werden mussten. Aber jetzt bin ich hier und für diejenigen, die hier rumstänkern wollen. Ich habe auch unter YouTube-Videos Kommentare gelesen zu diesen Zeiten, wo ich mir denke, ja, also für diejenigen, die hier einfach nur rumstänkern wollen, ihr könnt gerade gehen, denn es interessiert mich sowieso nicht. Wir sind heute hier, um einfach mal eine schöne Zeit zu haben. Hoffe ich jedenfalls. Also ich gebe mir auf jeden Fall ein bisschen Mühe, ein bisschen rumspielen, ein bisschen was ausprobieren, daraus was machen, hoffentlich. Und mehr nicht. Es kann sein, dass die Kamera ein bisschen anders ist. Ich habe letztens hier mal sauber gemacht und habe im gleichen Zug, ich habe ja diesen Malmschminktisch, da ist so eine Glasplatte drauf. Und zwischen Glasplatte und Tisch, da wollte ich auch mal sauber machen. Dazu muss ich aber, lange Geschichte, den Spiegel ein bisschen anheben, weil der Press auf meiner Glasplatte sitzt. Und habe dann auch den ganzen Spiegel mit das Licht mal ab und die Halterung. Ich hoffe, die hält und knallt nicht. Vielleicht sollte ich hier unten mal auslegen mit irgendwas Weichem. Ich habe die gerade hier liegen. Lege ich mal da drunter, falls mein Handy einen Abflug macht. So. Ja, und jetzt wusste ich nicht, ob das wieder so gleich ist wie vorher, weil ja natürlich dann von dem Saugnapf, von der Halterung, der Ring nicht mehr am Spiegel ist. Wenn man den mal komplett sauber macht. Wie kriegt das? Ich will heute probieren. Ich habe ganz viele Dinge, die hier schon ganz lange bei mir liegen, die wir noch benutzen müssen oder wollen oder ich will die benutzen. Ihr guckt halt zu, wenn ihr Bock drauf habt. Die unter anderem auch. Ich habe die auch noch nicht benutzt. Die ist noch komplett jungfräulich. Von Essence aus der aktuellen Blumen Baby Blumen LE, die Eyeshallow Shallow. Hello, Palette Popping Colors on Me. Das sind die Farben und die swatchen wir jetzt auch erstmal. Jetzt sind die Tücher auf der anderen Seite abgeflogen. Ich sag's euch. Oh. Ja, währenddessen, ich mache jetzt erstmal hier dieses Ding ab. Das werde ich auch wahrscheinlich behalten, weil der so ein Glitzerton drin ist, dem Swatch. Lalalala. Zitronenwasser. Viel Zitrone. Lala. Sauer macht lustig. Nein. Ist gut für das Immunsystem. Vitamin C. Und mal was anderes außer pures Wasser. Den swatche ich zuletzt, weil Glitzer, ne? Haben die Farbennamen? Nee, ne? Hinten drauf steht nichts. Nee. Drun keine Namen. Naja, gut. Fangen wir mal an in der obersten Reihe. Ich versuche jetzt professionell. Oh Gott. Schöne Swatches. Nicht professionell, schöne. Ich war da auch noch nicht drin, habe die noch nicht geswatcht. Schön ist was anderes. Ich gebe mein Bestes. Sie war stets bemüht. Also ich habe mir aus der LE aufgebraucht. Zack, zack. Sonst auch nichts mitgenommen, außer so ein Tütchen von diesem. Hatten die ja kostenlos so Tütchen für Blümchen zum. Ne? Das fand ich ganz putzig. Dachte ich. Wir haben vor unserem Klassenzimmer, wir sind so ebenerdig und da ist so ein bisschen grün. Und dann dachte ich, guck mal, das hier mal. Ne? So. Die sind aber sehr, also wenn man da auch reingeht, manche sind da sehr, schon beim Swatchen, im Pfännchen bröselig. Also das sieht man auch bei hier dem. Was ist denn jetzt hier für ein Fussel? Herrgott. Ja. Versuche ich das mal zu.
Den Brocken. Na. Kann man doch ein bisschen erkennen. Da seht ihr noch, da hängen noch so Brocken dran. Und das ist. Hier ist noch einer. da. Bin auch ein bisschen raus aus dem Tränen so. Merke schon. Und das waren jetzt nur ja, knapp 3 Wochen, 3,5 Wochen, die ich nichts gedreht habe. Cool. Oh, der ist schön. Hallo. So. Guckt euch das mal an. Den hier sieht man wieder fast gar nicht. So, und jetzt, das mache ich mit dem Zeigefinger. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Ringfinger logistisch so hinkriege. Okay. Geil. Das ist das Glitzer. Das ist noch an meinem Finger. Soweit ich mich erinnern kann, in der Ho Ho Ho. In noch einer? Auf jeden Fall in der Ho Ho Ho. War ja auch so einer drin. Und ich meine, jetzt habe ich es unterm Nagel. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das beim Swatchen komplett beim Swatch gelandet ist. Und nichts mehr auf dem Handrücken blieb. Riesiger wird es nicht auswendig. Ich meine, das wäre so gewesen. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, was ich so großartig erzählen soll. Ich meine. Ja, jedem irgendwie sitzen ja alle. Echt jetzt? Wo kommt das jetzt her? Das hatte ich doch sauber gemacht. Moment. Ich habe neue Tücher. Ich gönne mir noch. Oh. Ich habe hier noch einen Schnippi liegen. Die waren irgendwo, habe ich die im Angebot gesehen und dann dachte ich, jo. Zeit. So. Und natürlich ist auch so ein bisschen. Habe ich mir halt für mich jetzt gedacht, ich will halt meine Videos so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, nutzen oder euch die Möglichkeit geben, meine Videos zu nutzen, um einfach mal ne, was anderes zu sehen und zu hören. Und deswegen will ich da auch gar nicht. Ist das richtig zugedreht? Sieht so komisch aus. Will ich da auch gar nicht so viel drüber reden. Meine Meinung unterscheidet sich ja in vielen Punkten auch gar nicht von der Allgemeinheit in Sachen Hamsterkäufe und so ein Gedöns. Von daher, auf meinen Nägeln ist alles zum Kaschieren. Das sind die einzigen, das kann ich ja mal zeigen, sind die einzigen Dinge, die ich mir aus dieser Mickey und Daisy LA gekauft habe. Die zwei Nagellacke, die fand ich süß. Das ist einmal C01 Fashionista und C05 Daily Daisy. Und den habe ich drauf, diesen Fashionista. Meine Nägel sind aktuell. Also Katastrophe hört sich noch nett an. Just saying. Gut, also um die wird es gehen. Mal gucken, was ich noch einbaue von meinen neuen Dingen. Ich habe hier überall Glitzer. Gut. Öhrchen. Und dann zeige ich
euch mal was. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt aktuell gerade... Ich habe noch nie die Öhrchen mit meiner neuen Fritte hier getragen, aber... Naja. Ich hatte ja oder habe noch diesen Primer. So, jetzt ist mir bei dem aufgefallen, dass ich da doch über den Tag... Also ich habe, hallo für alle Neuen, ich habe eine ölige Haut. Und dass ich mit diesem Primer ganz schön stark nachöle. So. Wir können auch ein Ratespiel draus machen. Bei einer Schnitte im Video ganz oft gesehen. Der Face Studio Prime Protecting Primer SPF 30 von Maybelline. Ich gedacht, ach komm, probierst du mal den. Auch mit dem öle ich nach. Und zwar genauso viel wie mit dem. Also der macht bei mir genau das gleiche wie der. Dann habe ich mir, ich kenne mich mit Inhaltsstoffen nicht aus. Das war jetzt so mein kleines eigenes Experiment. In dem ist an dritter Stelle Alkoholdenat. Dann habe ich gedacht, ich probiere mal was aus, mir ein Mattifying Primer zu holen, wo das nicht drin ist. Wie gesagt, ich kenne mich mit Inhaltsstoffen nicht raus. Ich habe mir jetzt den geholt. Von Catrice Prime and Fine. Pore Refining Anti-Shine Base Keep Me Matte Long Lasting Oil Free. Hier ist Wasser. Ich kenne mich nicht aus. Caprylic Capric Triglyceride Propanediol bla bla bla. Also ich habe kein Alkoholdenat gelesen. Darum ging es mir. Alkoholdenat. Der funktioniert. Der funktioniert bei mir, Freunde. Der funktioniert bei mir. Wahnsinn. Ja, also. Weiß auch gar nicht, was ich jetzt damit sagen will oder aussagen will. Ich habe auf jeden Fall einen Mattifier, falls ihr auch ölige Haut habt, kann ich den echt empfehlen. Der bringt bei mir, der sieht auch die Foundation nicht doof drauf aus und der hält mich gut matt. Also für meine Verhältnisse gut matt. Ist schon so, also es war so, ich hatte das morgens drauf gemacht, bin auf die Arbeit und abends, 9:30 beim Abschminken, war ich ein bisschen ölig und das war ich bei dem nach 1,5 Stunden. Also bei dem war das so, da war ich irgendwann so ölig, nee, das war Frittenfett. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, den benutzen wir jetzt. Ja. Frau Stöpsel, und der ist wie eine Creme. Also ich habe ja auch erst gedacht, so, Ich weiß auch gar nicht, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Naja. Ja. Riecht? Keine Ahnung, wie eine Creme. Also hat jetzt keinen Duftstoff oder so. Der hier riecht ja, glaube ich, nach Haarspray, habe ich ja gesagt. Und das war auch, also ich sag mal, jetzt ist ja auch in letzter Zeit, da ist es mir ja erst, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich den ganz gut finde. Da war es ein bisschen kälter. Und jetzt sind ja die Temperaturen ein bisschen angestiegen, wobei wir jetzt auch keine 30 Grad haben, ja. Also wir haben jetzt, weiß gar nicht, heute sind, glaube ich, 16 Grad gemeldet. Und wo mir das halt dann bei ihm schon aufgefallen ist, da hatten wir 11. Und wenn ich bei 11 Grad nachöle, komme ich frisch aus der Sauna. Da bin ich dann irgendwie raus aus der Nummer. Ich habe eine Foundation. Die habe ich gekauft. Da waren die Videos dazu noch nicht online. Die werde ich jetzt nicht benutzen. Das mache ich irgendwann in einem stillen Zeitpunkt, wo niemand um mich rum ist. Denn ich habe die Trended Up Sensitive Balance and Cover, das Balance and Cover Make-up in der 005. Ich habe die noch nicht, also ich hatte die geholt, weil ich die durch Zufall gesehen habe, dass das da neu eingeräumt ist bei 183 Tagen, wo das vorher war. Oben ist die Judith und unten ist jetzt das, hey. Und dann stand die hier eine Woche.
Ich kam nicht dazu, weil ich probiere keine neuen Foundations, wo ich auch noch kein Video zugesehen habe, morgens, wenn ich arbeiten muss. Nein. Kam auf jeden Fall nicht dazu und dann kam das Video von Maxim und ich dachte, nein. Um Gottes Willen. Und jetzt habe ich über Ninas Kosmetik Elfie Loves irgendwie so. Die hat da auch ein Video zu gemacht und hat genau das Gleiche berichtet. Und das ist jetzt so mein Problem. Das könnte man ja sagen, kannst du zurückgeben. Ohne Kassenzettel wird das eng. Das ist schon ein bisschen her. Naja, wie gesagt, ich werde die mal testen. Vielleicht in irgendeinem Video, wo ich echt Bock dazu habe. Aber jetzt habe ich echt keinen Willen. Ich will jetzt einfach Spaß haben. Und ich glaube, wenn das bei mir so ausgeht wie bei Maxim und bei besagter Dame, wo ich Elfie Loves, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich nicht mehr so viel Spaß. Deswegen benutzen wir die. Und wir haben ja hier noch unseren 500.000 Euro Pinsel. Den habe ich auch noch nicht getestet. Der Ray Morris 23. Das machen wir jetzt. Ich habe aber für den Fall der Fälle hier mein Schwämmchen schon am Start. Das machen wir jetzt. Jetzt mal hier so. Und jetzt, ich weiß nicht. Ihr seht meine Haut, ne? Da brauche ich jetzt. Ich habe das Gefühl, und falls ihr euch da auskennt, also ich habe jetzt auch schon mal Ausschau gehalten, das, was ich in der Richtung gerne mal testen würde, ist alles ausverkauft. Ich habe das Gefühl, dass ich auf mein Fruchtsäurepeeling reagiere. Vielleicht ist das ja auch normal. Das fühlt sich ganz komisch an, ja? Das möchte ich nur mal kurz anmerken. Weil immer, also ich hatte das letztens, das ist jetzt schon wieder gut, ne? Ich hatte das aufgetragen und hatte 2 Tage später 3 tiefsitzende Entzündungen. Und ich hatte vorher schon lange keine mehr. Mal ein bisschen. Erstaunt und dachte, hä? Und jetzt habe ich halt letztens das getestet und habe es nur, weil mein Problem ist, dass meine Haut, vor allem wo ich diese Teile hatte, die schuppt da ungemein, weil das auch noch, ne, das und ich will das ja abhaben, weil das sieht ja nicht schön aus. Und dann habe ich das letztens partiell mal nur auf der Nase, hier oben so ein bisschen und hier aufgetragen. Und ihr seht ja jetzt, wo meine Nase. So, wie ist das denn jetzt hier? Oh. Die Größe halt echt komisch für einen Foundation-Pinsel. So ein kleiner Scheißi. Ich würde gerne hier nochmal ein bisschen was probieren. Also es ist okay. Jetzt habe ich auch den Pinsel. Den muss ich aber noch waschen. Deswegen habe ich den jetzt nicht benutzt. Der macht das auch so. Wie hier da. Und der ist ein bisschen größer. Aber ansonsten trägt er. Also das habe ich auch schon ausprobiert. Weil da auch viele von geschwärmt haben. Ja, und das macht er genauso wie hier das Ding. Also ich bleib dabei, ich würde keine 65 Euro für einen Foundation-Pinsel ausgeben. Und wie gesagt, ich finde die Form so komisch. Also die Größe. Weil normalerweise sind ja Foundation-Pinsel ein bisschen größer, dass man halt hier nicht 5 Stunden sitzt. Ja, ich gehe jetzt trotzdem nochmal mit meinem Schwamm da drüber.
Weil hier habe ich jetzt tatsächlich, ich habe hier auch trockene Stellen, die trotzdem mit der Zeit nachölen. So ist es nicht, ne? Also meine Haut. Ich krieg das. Gebe hier echt mein Bestes. Aber hier sieht es jetzt, also da ist es echt not nice. Umse Nase rum. Aber es kann natürlich auch sein, ich habe jetzt eben aus Versehen ein bisschen zu viel in den Primer gelangt. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Aber ich sag, also ich bin ja auch in Sachen Base-Produkte. Da gibt es andere Kanäle, wenn man da irgendwelche Tipps braucht. Ich versuche ja hier, ich brauche jetzt den hier. Ich versuche ja hier auch nur irgendwie zurechtzukommen. Kommt da schon was? Hallo. War das jetzt zu viel? Oh, bei dem geht es der. Mach ich da nach. Ich weiß jetzt nicht, ob es das so sinnvoll ist, da noch was drauf zu machen, da wo es sowieso schon aussieht wie die Wüste Gobi. Ja. Das würde ich jetzt so lassen. Ich weiß auch gar nicht, durch dieses hier, das hier wieder, ne? Da kann ich jetzt gar nicht so genau erkennen, wie das jetzt bei euch farblich alles rüberkommt. Bruder, ist hier dieses Beauty Booster Mineral Loose Powder mit Kakaoextrakt. Mal bei den Deckel. Nehmen wir Schwämmchen. Und dann. Was ich so lustig finde, ist die einzige Sache, die ich jetzt zu aktuellem Thema mal sage, dass jetzt im Umkreis hier schon Meldungen reinkommen. Und ich habe da auch eine sehr verlässliche Quelle, die mein Papa arbeitet so ein bisschen in dem Bereich, beziehungsweise hat da Connections zu, ist die Tatsache, dass die Kläranlagen jetzt mittlerweile schon melden, dass sie echt Probleme haben. Ich meine, na klar, in Sachen Homeoffice sind auch wesentlich mehr Menschen. Keine Ahnung, die wahrscheinlich gleichzeitig aufs Klo gehen. Aber dass sie Probleme haben, dass da zu viel Klopapier in den Kläranlagen ist. Kannst du dir nicht ausdenken. Schön. So. Mehr sage ich dazu nicht. Das kann jetzt auch jeder so interpretieren, wie er will. Ich finde es. Never ending story hier mit dem Gesellen und mir. War das jetzt ein bisschen viel auf der Seite? Ach, wir werden es sehen. Katze hat neue Verstecke in der Wohnung gefunden. Sie spielt aktuell gerne mal das siebte Geißlein. Wir haben eine Stehuhr, Standuhr. Und wir haben den Verschluss schon extra so ein bisschen modi. Was ist da los? Herr Unfug, das ist, ne? Ich habe das heute gesehen bei der Frau Unfug. Dass Herr Unfug da auch akribisch drauf achtet, wie Dinge verblendet wurden.
stellt sich vor wie in einer Prüfungssituation. Ja, auf jeden Fall haben wir eine Standuhr. Den Verschluss haben wir schon ein bisschen modifiziert, dass man den eigentlich nicht so leicht aufkriegt. Vor allem, also große Tür von der Standuhr und so auf meiner Brusthöhe in etwa, wenn ich davor stehe, ist ein Haken. Also da ist der Verschluss. Katze schaftet, die Standuhr aufzuknacken und dann schläft die in dem Inneren der Standuhr. Noch was Neues, was hier schon länger liegt. Und auch hier kommen wir wieder zum Wer hat mich angefixt Rätsel, so wie mit dem Primer. Ich habe mir von Natasha Denona zwei Produkte gekauft. Einmal dieses Mini Blush and Glow. Das werden wir jetzt auch gleich benutzen. Und das mache ich dann im anderen Video mal. Ist gerade ein bisschen Ich habe gestern meinen Schrank mal komplett aufgeräumt. Und ich hatte das nicht so im Hinterkopf, dass wenn man sämtliche Klamotten mal raus und neu zusammen, dass das hier Staub. Naja, die Natasha Denona Love Palette, die habe ich mir mal gekauft, denn jetzt will ich es auch wissen. Und auch hier, wie gesagt, schreibt mir mal, wenn ihr einfach mal aus Spaß an der Freude ein bisschen raten wollt, in die Kommentare, wer mich da angefixt hat. Das benutzen wir jetzt, hat es noch eine. Oh Gott, ist das klein. All Over Glow in Light und Blush Golden Coral. Da steht das drin. Gut. Auf jeden Fall benutzen wir das jetzt. Einen Pinsel. Jetzt bin ich echt. Okay. Ich muss mich ja mal wieder an solche Farben rantrauen. Ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit, also das ist auf jeden Fall ein Sheen dabei, das sieht man. Ich habe jetzt in letzter Zeit, ich kann das auch gleich nochmal swatchen. Das wäre auch mal eine Möglichkeit, ne? Ja, immer solche Nude Blushes und so. Aber in letzter Zeit habe ich so ein bisschen, möchte ich auch gerne mal wieder ein bisschen so Korall oder so ausprobieren. Und jetzt benutzen wir den Highlighter und dann swatch ich das nochmal. Aus dieser Essence Pinsel LE, da habe ich mir auch was mitgenommen. Der soll ganz gut sein, hat auch erzählt. Und da gehen wir jetzt in dieses Highlighter-Mobilchen. Sieht das aus? Ja, oder? Ich finde das so süß, dieses Ding hier. Also, swatchen. Oh. Frau Stöpsel. Da. Ich hoffe, das geht echt vom Licht. Ich kann das gerade überhaupt nicht einschätzen. Aber man soll sich ja freuen, dass die Sonne auch mal wieder rauskommt. Da. Sehr schön. Also, das hatte ich auch schon. So, Hummels Gesicht fertig. Ich glaube. Ja, was soll denn sonst noch drauf? Ich muss mal hier wieder mein Labello. Ist ja kein Original. Herrgott. Ist ja kein Original Labello, aber Lippenpflegestift. Ich habe jetzt heute keinen Bock auf den MAC Paint Pot and Paint. Ich nehme jetzt mal wieder hier die. Ich habe hier an meinem Beauty Light diesen Dino aus der Badebombe hängen. Der ist jetzt gerade eine Talfahrt hinter sich. Ich habe einen dezenten. Klingt blöd. Nicht lachen, wenn ihr es noch nie probiert habt. Dezenten Muskelkater in den Oberarmen.
nämlich gestern ausgiebig Beat Saber gespielt für die PlayStation VR. Und das war so witzig. Also ich spiele, für diejenigen, die Beat Saber kennen, ich spiele generell alle Lieder von vornherein auf hart. Und hatte jetzt gestern ein paar Lieder, vor allen Dingen meine so die Lieder, die ich favorisiere, auf Expert gespielt. Was ich nicht wusste, mein Freund hat vorher ein Lied gespielt und der hat die Geschwindigkeit auf 140 hochgedreht. Also ich war gut geschwitzt danach. Ja, und heute merke ich hier meine Oberarme. Und das ist auch ganz gut so, weil das ist so, ich will jetzt nicht sagen meine Problemzone, aber das ist irgendwie so der Teil meines Körpers, wo ich immer denke, der passt so nicht zum Rest. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. So, Augenbrauen. Da hatte ich letztens bei Emily Noel. Ja. Jetzt hat er schon wieder, ist der schon wieder hier runtergerutscht. Ei, der Witzker. Gesehen in dem Video, die hat erst ihr Gel, Augenbrauen-Gel gemacht und ist dann mit ihrem Puder drüber. Das habe ich jetzt, wo war das? Vorgestern mal probiert. Dann habe ich wieder dieses gleiche Problem, wieso auch immer das nur passiert, wenn ich vorher kein Puder drauf habe, verstehe ich nicht. Aber, also ich bin mit dem Gel hier hinten sozusagen, war das zu dick für meine Augenbrauen. Und dann habe ich halt das Problem, dass das Gel im Vergleich zu meinem Puder und zu meiner Haarfarbe oder Augenbrauenfarbe oder whatever sehr warm ist. Und es war irgendwie total komisch, weil das ja schon nass ist. Und wenn man dann mit dem Pinsel da... Ja. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das heißt, ich bleibe bei meiner normalen Reihenfolge. Weil ich jetzt aktuell auch kein anderes Augenbrauengel habe. Und deswegen auch nicht loslatsche. Weil so rum funktioniert es ja. Nö. Achso, wir waren Katze. Auf jeden Fall Katze. 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 Ich meine, die Uhr, da denkt sich manch einer ja schon so. Panzerknacker lassen grüßen. De Madame. Ja, aber wir haben noch ein viel geileres Versteck. Und zwar haben wir bei unserer Couch auf dieser, also in Richtung, also wir haben so eine L-Couch. So eine Eck-Couch. So. Und man kann die Rückenlehne von einem Element so ein bisschen einklappen. Dann kannst du dich da so ein bisschen hinlegen. Ist total, also ist jetzt nicht so geil bequem, aber geht so. Und das mitunter ein neues Lieblingsversteck unserer Katze ist der innere Teil der Rückenlehne unserer Couch. Und das ist uns schon mal aufgefallen, als wir auf der Couch gesessen haben und Filme geguckt haben. Dann ist die sozusagen direkt hinter dir in der Innenlehne und kratzt. Und das kommt geil, wenn du einen Horrorfilm guckst. Das ist so für das Ambiente, ne? Schön. Und jetzt haben wir das halt mitgekriegt, weil... Also, dass sie da jetzt in letzter Zeit wieder gerne also drin haust und schläft. Ich weiß nicht, wie. Also, ich meine, die muss ja irgendwie so... Wie schläft man da? Oder ist die so da drin, dass die nur mit Schwung wieder... Keine Ahnung, wie die das anstellt. Auf jeden Fall haben wir das mitgekriegt, weil dieser Teil so ein bisschen weggeklappt war oder eingeklappt war. Und wir uns gedacht haben, hä? Und dann kannst du halt, also von hinten ist da so ein Klettverschluss und dann kannst du das, wieso auch immer, falls was kaputt ist wahrscheinlich, kannst du das da anheben, den Bezug an dieser einen Ecke ist wie so ein Guckfenster. Wenn haben wir das hochgemacht und dann lag die Katze da drin so nach dem Motto, was? Mach's Licht an. Dieses Tier.
So, ich benutze jetzt zum Setten hier mal das Puder. Also vor allem nur da so, weil das benutze ich noch als Puder, aber da so, ich habe keinen Bock neu zu pressen. Und das kann man ja als Setting-Ton noch verwenden. Ja, das ist so die Katze aktuell. Wir hatten im Schlafzimmer so ein Körbchen, aber jetzt kein Katzenkörbchen, sondern Korbkörbchen. So, keine Ahnung, macht man Fresskörbe draus oder so für einen Geburtstag oder was auch immer. Sorry. Und da hatten wir, haben wir eine Decke drin und das stand im Schlafzimmer. Und jetzt hatten wir aber im Schlafzimmer tatsächlich vor einem Fresskorb so ein, wie so ein Picknickkorb. Und da ist noch so Kunstgras oder so Kunststroh drin. Und da hat sie in letzter Zeit immer drin gepennt. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen ja hier im Schlafzimmer keine 50 Körbchen. Tu mir das eine. Also vor allen Dingen hat die in dem Körbchen mit der Decke schon seit Monaten nicht mehr drin gelegen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann tun wir es ins Wohnzimmer. Anderer Ort, zack, boom, wird's genutzt. Jetzt pennt die da auch drin. Das ist die Katze. Just saying. So, wir starten jetzt hier mal mit dem Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich vorhabe. Wir werden das sehen. Erstmal einen Pinsel nehmen und den anderen wegschmeißen. Ich habe mir immer wieder wahrscheinlich einen Wirbel verschoben. Je nachdem, wie ich sitze, zieht es hier rüber. Jetzt verliere ich noch meinen Schuh. Ich hoffe, ihr habt Zeit. So, was machen wir? Ich würde jetzt einfach mal den hier probieren. Gucken, was man da so sieht. Auf dem Auge. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen. Was man da macht, muss man da auch machen. Okay, also das ist ein Setting-Ton. Und jetzt schätzungsweise ist das für mich auch ein Setting-Ton, das für mich auch ein Setting-Ton. Gut. Okay. ja. Dann nehmen wir den. Nee, nehmen wir erstmal den. Okay. Der ist schimmernd im Übrigen. Ich denke mal, je nachdem, könnt ihr das schon sehen? Oh, es geht. Es geht. So. Ja, geht. Jetzt muss ich es auf der anderen Seite nur noch so hinkriegen. Also auf jeden Fall, also den kann man ausblenden. Ich denke mal, ich weiß es nicht. Aber so beim Ausblenden ist der auf jeden Fall heller. Man es gedacht hat. Aber das ist ja auch. Ne? Und wenn ich es so gehabt hätte, dann hätte ich ihn draufgepackt. Mich ausgeblendet. Kleine Rippelende. Ich habe mir auch übrigens also noch den Blenderpinsel und den Eyeshadowpinsel aus dieser LE da geholt. Der ist mir jetzt zu dick. Den schmalen. Jetzt gehen wir in das Dunkle. Schauen wir mal. Es gibt eine Palette, an die ich nicht rankomme. Die ist voll mein Beuteschema. Von Colourpop
Moving Moths. Moving Moths? Moving? Irgendwie so. Ah, diese ganze Collection. Da ist auch so ein Blush und diese Einzellidschatten. Guckt man ja nicht. Also klar, man kann irgendwie bei Colourpop bestellen, aber da ist ja auch dieses mit dem Zoll und Pli und Pla und Plop. Ah. Ich finde, hier muss ich noch. Piep. Und dann probiere ich gleich mal was. Das will ich nämlich jetzt dann sehen. Ob meine Aussage von vor 5 Minuten noch stimmt oder nicht. Und zwar nehme ich mir jetzt einen Lidschattenpinsel aus dieser Leder, bla bla. Und jetzt einfach nur zum Testen gebe ich mir diesen hellen Rosa aufs Lid. Okay, man sieht ihn so ein bisschen. Okay, doch, kann man benutzen, gut. Weil wenn das jetzt alles nur so Töne gewesen wären, die man bei mir nicht sieht, hätte ich 3 Setting-Töne gehabt, ist auch schön. Okay. Gut, das wollte ich jetzt nur mal schnell. Hammer. Jetzt gehe ich mit dem gleichen Pinsel nochmal in dieses Dunkle und so ein bisschen oder auch nett. Gut. Ja. Ist jetzt nicht der Shit. Aber hey. Falls man sich noch nicht so wirklich an Farben rantraut. Ich habe Farbe auf dem Auge, aber das schlägt einen nicht, sagen wir es mal so. So, und jetzt hätte ich ganz gerne, wie gesagt, das Glitzer benutze ich nicht, das hier, hätte ich ganz gerne auch noch auf dem Lid. Wollte erst die Augen machen. Naja. Also wie gesagt, falls ihr euch mal an Farbe rantrauen wollt oder falls ihr euch noch nie an Farbe falls ihr euch noch nie an Farbe rangetraut habt und gerne mal sowas ausprobieren wollt, aber Schiss habt, dass ihr erschlagen werdet von der Pigmentierung. Keine Panik auf der Titanic. Ja, es ist Farbe da, aber ich finde, das erschlägt mich jetzt nicht. Also, ich hoffe euch auch nicht. Ich muss mal kurz hier sauber machen, weil ich probiere das jetzt auch nochmal mit dem dunkleren. Natürlich könnte ich jetzt hier noch mit nass machen. Und, nee. Aber der ist auch schon im Swatch, ist der so... Nee. Aber vielleicht... Tupft das jetzt mal dahin. Jetzt gibt's Fallout. Jetzt geht es los hier. Bis eben war gerade noch alles fein. Und dann gehen wir nochmal in den kleinen Pupsi-Blendepinsel und dann. Dann ist es weg. Könnt ihr das erkennen, dass es jetzt da ein bisschen dunkler ist, wo ich es mit dem Finger aufgetragen habe? Ja, okay. Ich muss mal kurz... Kann man sehen. Das war, als ich mit dem Finger hinten das aufgetragen habe. Aber es ist weg. Gut. Ja, also
Dunkler kriege ich den Außenwinkel nicht. Es sei denn, ich nehme jetzt einen schwarzen Kajal. Ich gehe nochmal in dieses Orange-Rot und gebe das nochmal hier hin. Also es ist, ich muss aber auch sagen, so ein bisschen diese Pigmentierung passt auch so ein bisschen in den Frühling. Wisst ihr, wie ich meine? Also Frühling ist ja auch nicht. Frühling ist so. Wobei ich das finde, ich finde das so toll, dass die Vögelchen wieder zwitschern. Oh, herrlich. Jetzt kann ich ja hier diesen Peach-Ton nochmal hier. Einmal nochmal so drüber. So. Ich habe letztens bei der Jenny was gesehen. Das würde ich gerne auch malen. Ich überlege nur gerade, mit welchem Pinsel. Gib mir Zeit. Ich will hier diesen von BH Cosmetics. Die neuen. Das Ding hier. Und zwar hatte die den Pop of Color, wobei ist ja schon Farb da, nicht an ihrem unteren Wimpernkranz, sondern im inneren Augenwinkel. Und das probiere ich jetzt mal mit dem Türkis. Gucken wir halt jetzt einfach mal. Ich mir am Ende denke, bis dahin lief es gut und ab da ging es steil bergab. Auch der, seht ihr das? Gott. Wir warten. Auch da wieder warten, bis die Wimpern drauf sind. Ich mach den sauber. Wartet. Und an den unteren Wimpernkranz ist es eigentlich vollkommen Wumpe, was ich mir da hin mache. Sieht hier alles gleich aus. Nehme ich jetzt auch das Dunkle, weil... So... Und dann können wir da ja noch mal ein bisschen mit dem Orange-Rot rumblenden. Ich mach ein bisschen weiter nach vorne. Oh, hoffentlich. Oh. Oh, was habe ich denn da jetzt gemacht? Bin ich abgerutscht. Also aktuell habe ich das Gefühl, ich mach nur schlimmer. Und auf den Inner Corner Highlight würde ich jetzt tatsächlich aber trotzdem noch gerne, also mitten das hier setzen. Mal gucken. Das ist Glitzerflitzer. Das sprühe ich jetzt mal. Also mal. Stiel angesprüht in erster Linie. Wirklich nur so hier mitten. Also innen. Also das Türkis sieht dreckig aus. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dadurch sieht das kacke aus. Aber das... Das hätte ich doch ohnehin machen sollen. Das ist der erste Augenlook, wo Frau Stipsel am Ende sagt, ziehen wir mal eine Sonnenbrille auf. P
wegrollen hier. Ach so. Ich muss mich gerade konzentrieren. Upsi, upsi. Achso, übrigens, meine Wimpern sehen. Ich habe ja. Das ist auch schon wieder ewig her. Da diesen Termin, wo ich mich freiwillig gemeldet habe, sozusagen als Modell. Für. Wimpernlifting. Und dann wurden sie auch noch gefärbt. Und das ist das, was ihr noch seht. So ein bisschen. Also, ne? Das ist das, was ihr davon noch seht. Deswegen muss ich mit der Mascara jetzt tatsächlich auch aufpassen. Man mag es kaum glauben. Jetzt bin ich gespannt, ob das danach was aussieht. Ich bin davon nicht überzeugt, das sah bei der Jenny voll geil aus. Ja, bei mir nicht so. Das ist wieder so eine Konzentrationsgeschichte hier. So. Nein. Nein. Das gefällt mir nicht. Also, das. Jetzt ist die Frage, krieg ich das noch gerettet? Lasse ich das jetzt einfach so? Fragen über Fragen. Das kann natürlich sein, dass ich es jetzt noch schlimmer mache. Das war keine gute Idee. Finde ich. Ich mache die Öhrchen jetzt erst runter, bevor ich mir Fixing Spray ins Gesicht knalle, weil ansonsten fixiere ich auch meine Frise. Und ich sehe jetzt sowieso schon hier wieder die. Seht ihr das? Die Strähne, die knickt dann durch dieses Ding immer nach hinten. So, und jetzt geht's noch an die Lippen. Beim Action entdeckt. Also, ich habe wieder ein kleines Rätsel. Wer hat mich angefixt? Maybelline Superstay Matte Ink in der 140 Solo ist. Natürlich dürfen besagte Personen sich auch selbst nennen. Geil.
Aber ich wollte jetzt hier einen von. Beim Action entdeckt, L'Oreal, wie heißen die? Sexy Balm. Und das sind alles unterschiedliche Farben. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich war dezent überfordert, weil die sahen halt, also ich sag mal, ja, das sieht alles so furzähnlich aus. Deswegen, ja, ist ja wurscht. Ich sortiere die mal nach. Und dann swatchen wir die mal. Also, das hier, sind die alle schier? Sind doch alle schier, ja. Das ist einmal die 103 As If. Da. Die 104 Break the Rules. Ja, die sind sich schon verdammt ähnlich. Aber gut. die 109 Such a Babe. Vielleicht mache ich auch einfach die Swatches mal ein bisschen dicker und nicht nur so einen dünnen Strich. Moment. Dass man da die Nuancen auch erkennen kann. Das ist jetzt Such a Babe. Nuancen, ne? Müsli. Und die 110 Can't Sit With Us. Das ist der, der sich noch am meisten unterscheidet. Ja. Problem ist, wenn, also da gibt es ja keine Tester beim Action. Und die habe ich jetzt auch schon ewig. Gibt es ja keine Tester und wenn du das nur von unten so. Ich war schwer überfordert. Aber ich glaube, auch die habe ich mal bei der Frau Unfug gesehen. Und ich habe die auch schon getragen. Also, und ich möchte jetzt die 103 SF nehmen. Wie man sieht, den habe ich schon benutzt. Auch meine Lippen sind, also heute Morgen, bis gestern waren die fein. Ich stehe heute Morgen auf und denke mir, was ist da passiert? Ne? Und ja, die geben, oh Mann, der sich jetzt, die geben Farbe ab, aber es ist jetzt nichts, wo man meiner Meinung nach einen Spiegel braucht. Ja. Bis auf das Blau im Innenwinkel gefällt es mir ganz gut. Ich könnte noch mal probieren, mit dem Highlighter noch mal drüber zu gehen. Also Freunde, wenn ich das noch mal in einem Video schreit. Telefon. Ich rufe gleich zurück. Das ist der Wahnsinn, was hier. Also es ist viel Orga in letzter Zeit. Puh. Ich hoffe, dass mein Video wird jetzt nicht gesperrt, weil das ist ein Lied, was da läuft. Es sieht noch dreckig. Also ich glaube, ich lasse das jetzt. Jetzt ist rum. Brille getroffen, dann ist gut. So, jo, das ist mein Look zur Blumen Baby Blumen. Muss man die haben? Nein. Ich finde auch vom Swatchen her, das können wir jetzt nochmal machen. Komm, jetzt ist auch egal, ich rufe eh gleich zurück. Jetzt musst du nur finden. Ob du wirklich richtig stehst? Hier. Das Glitzer. Das vergleichen wir jetzt mal, weil ich bin mir zu 90% sicher, dass das Glitzer hier in der Ho-Ho-Ho komplett vom Finger abging. Dass das eine andere Glitzerformulierung ist. Also, wir gehen jetzt in das aus der Blumen Baby Blumen und das aus der Ho-Ho-Ho. Das fühlt sich auch schon anders an. So, man sieht auch Farbunterschiede. Also das hier ist Ho Ho Ho, das hier ist Blumen Baby Blumen. Da sind sie. Und das sind meine Finger. Das ist Blumen Baby Blumen und das ist Ho Ho Ho. Das fühlt sich trockener an. Oh nee, jetzt habe ich es am Finger wieder.
Also das Glitzer fühlt sich auch schon anders an. Ihr könnt es sehen. Ne? Was hier... also, braucht man die? Nein. Wenn ihr euch mal an Farben rantrauen möchtet. Gottes Willen. Also für diesen Glitter braucht ihr Glitterglue. Das kann ich euch schon mal sagen. Das ist kein Geheimnis. Wenn ihr euch mal an Farben rantrauen wollt, habt aber Schiss, dass es dann zu viel knallt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal, vielleicht gibt es irgendwo ein Video, die, ich sag mal, sich auf das Blau spezialisiert hat und damit was gemacht hat. Aber ihr seht auch das Pink und das Rot und das Dunkle. Ne? Das kriegt jetzt kein Biohazard-Schild. Also das ist nichts, oh, wo man jetzt Angst vor der Pigmentierung haben müsste. Ignoriert den Innenwinkel. Also, wenn ihr euch an Farben rantrauen wollt, die aber nicht... Und an solche Farben rantrauen wollt, die aber bitte nicht zu viel pigmentiert sein sollen, dann könnt ihr euch die gerne angucken. Aber es ist kein Must-Have und es ist mit dieser und auch meiner Meinung nach der aus der letzten Weihnachts-LE nicht zu vergleichen. So, meine Meinung. Die Sexy Balms finde ich toll. Auch das hier gefällt mir. Was hat immer noch? Ja, zum Primer habe ich schon was gesagt. Die Foundation ist neben der. Und meine Mini-Probe von der Double Wear. Meine einzige, die, das ist mein Standard-Mobbett. Ja. Videos kommen auf jeden Fall noch zur Natasha Denona Love Palette. Und ich habe zwei von... Rival Loves Me, schon seit Ewigkeiten hier liegen. Die habe ich geschenkt bekommen von meinem Freund. Und zwar einmal natürlich die Smoky. Und einmal hat mein Freund für mich noch, also er wollte, dass ich die mal habe. The Latest News Eyeshadow Palette. Ihr seht, die habe ich auch schon oft benutzt. Das ist eine solide Alltagspalette. Also da machst du nichts Wildes mit, ne? Machst du ein bisschen Lidschatten. Dazu kann ich noch Videos machen. Und ja. Mal gucken. Wenn ich auch das nächste Mal wieder Zeit finde. Das hier versuche ich auf jeden Fall heute noch hochzuladen, dass ihr da auch mal was von mir habt. Um ein bisschen Normalität zu erhalten. Ein bisschen aufgemuntert zu werden. Oder wie auch immer. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Look bis auf den inneren Augenwinkel gefällt euch. Meins ist es nicht. Wir haben es probiert und jetzt wissen wir, dass es nichts für mich ist. So. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch geht's gut und euren Lieben und haltet durch. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.